Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel au ja. Der Podcast für ein Jahr zu dir und ein Jahr zum Leben. Mein Name ist Stefanie Rübke und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge geht es um die Bedeutung der Farben für unser Leben. Kennst du das vielleicht auch, dass du plötzlich eine ganz neue Farbe schön findest, leiden magst und dich von ihr angezogen fühlst? Oder du kaufst plötzlich etwas, nur weil dir die Farbe so gut gefällt? Farben haben eine große Wirkung auf uns. Und mit unseren feinsinnigen Anlagen sind wir auch in der Lage, diese Energie, die die ausstrahlen, wahrzunehmen und auch die Kraft, die sie uns geben können, die Unterstützung, die Stärkung. Mich haben Farben immer sehr fasziniert und ich habe oft gespürt, dass Farben mich unterstützen, mir mehr Energie geben, mir helfen, mehr Kraft zu empfinden. Und ich freue mich total, dass ich eine Expertin gefunden habe zu diesem Thema, die Menschen hilft, ihre Seelenfarbe zu entdecken und die Seelenfarbe eben auch Aufschluss darüber gibt, was unsere Berufung ist, was unsere Mission ist, was wir mit Leichtigkeit in die Welt bringen können, unser Geschenk sozusagen für die Welt. Und sie kennt sich wirklich super aus mit dem Thema Farben. Und ich lade dich jetzt ein, zu diesem Interview dich davon inspirieren zu lassen und mal auf deine eigene Entdeckungsreise zu gehen, welche Farben in deinem Leben eine Rolle spielen, welche Farben dir Kraft geben, denen du dich wohlfühlst und mehr Energie empfindest. Viel Spaß bei dem Interview mit Manuela Seid. Bis gleich. Ich freue mich heute sehr, dass ich Manuela Seid im Interview begrüßen darf. Hallo, ja, Manuela. Hallo, Stefanie. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie schön, dass du da bist als Expertin zum Thema Farben. Manuela, kannst du dich vielleicht mal vorstellen, was du so machst? Ja, mache ich gern kurz. Ich gebe vielleicht auch einen kleinen Rückblick, wie sich das bei mir mit dem Thema Farben überhaupt aufgetan hat in meinem Leben. Ja, gerne. Also, mein Name ist Manuela Seid. Ich bin jetzt schon in ein paar Monaten 60 Jahre alt und ich hatte ursprünglich beruflich in einem völlig anderen Metier zu tun. Und zwar war ich über 20 Jahre im IT-Bereich in der Projektleitung tätig. Und bin dann in einer Lebensphase gelandet, in der ich längerfristig krank war. Das heißt, ich hatte eine Auszeit, um mir über ganz viele Dinge in meinem eigenen Leben eben klar zu werden. Und hatte zudem auch noch in Aussicht, dass der Standort meines Unternehmens aufgelöst werden wird. War für mich schon relativ sicher so. Und es waren dann zwei Stellschrauben, die mir in der damaligen Zeit einfach so ein bisschen den inneren Antrieb gegeben haben, ein bisschen genauer zu schauen, was ich eigentlich in meinem Leben immer freiwillig gerne gemacht habe. Und dann war ziemlich schnell klar, es war das Thema Farben. Da habe ich mich immer freiwillig mit beschäftigt. Also im Bereich Mode, Design, aber auch Gehirnforschung oder überhaupt Sinneswahrnehmungen. Ne? Wie funktioniert die Farben und warum ist wann welche Farbe modern? Warum finde ich in bestimmten Lebensabschnitten eine Farbe besonders gut und oder lehne eine Farbe ab. Und so wurde mir also relativ schnell klar, es muss das, was ich dann in Zukunft machen werde, muss irgendwo was mit Farben zu tun haben. Mhm. Und da es eben so bunt gemischt war, mein Interesse an den Farben, hat sich bei mir herauskristallisiert, dass es besonders Interessante war zu schauen, was spiegelt eine Farbe wider, zu der ich mich hingezogen fühle. Also ich sehe Farbe so als Spiegel der eigenen Persönlichkeit. Das heißt, interessieren tut mich bei mir selbst und auch bei anderen Menschen immer die Frage, welche Farbe mag ich gerade? Oder welche Farbe mag ich schon immer? Oder welche Farbe ist neu in mein Leben getreten? Und
jede Farbe ist so eine Korrespondenz zu einem bestimmten Lebensthema. Und von daher kann man immer Rückschlüsse ziehen. Ne? Wo stehe ich gerade? Welche Themen sind für mich gerade relevant? Oder wo hakt es gerade auch bei mir? Und in dem Zusammenhang ist mir damals was sehr für mich selbst Interessantes aufgefallen aus meiner Kindheit. Und zwar fiel mir dann ein, dass ich mit Freundinnen immer mit so ganz kleinen Gummitierchen, die wir damals hatten, gespielt hatten und die Arche Noah aufgestellt haben. Also immer Tiere in Pärchen. Und ich hatte mit der Freundin gestritten, weil für mich waren die nach Farben sortiert. Und das ging für meine Freundin gar nicht, weil für sie musste es nach Gattung sortiert sein. Also ich habe die Maus neben den Elefanten gestellt, weil sie beide grau waren. Okay. Und für meine Freundin war das ein Unding. Ja. Das wusste sie nicht, aber daran konnte ich im Nachhinein im Grunde schon ablesen. Für mich war das innere Kriterium wohl schon als Kind Farbe. Ja, auf jeden Fall. Da fällt mir ein, wir haben früher... Meine Schwester und ich, wir haben früher irgendwie gesehen, dass die Farben mit Zahlen verknüpft waren. Und da war das bei uns unterschiedlich. Da haben wir uns mal drüber unterhalten. Ja, genau. Dass wir da gesagt haben, was weiß ich, die 3 ist immer blau. Und dann sagte sie, nee, bei ihr ist es grün oder irgendwie so, ja? Genau, genau. Das kennst du auch. Das kenne ich auch. Ja, das kenne ich auch. Ja, da erinnere ich mich auch noch. Da war ich auch noch relativ jung, lag abends im Bett, konnte nicht einschlafen und habe dann auch diese gebildet, ne? Welche Zahl, welche Farbe hat, ja. Genau. Ja. Oh, schön. Also, du nutzt also die Farben, um den Menschen auch zu zeigen, welches Lebensthema gerade ansteht oder was sinnvoll wäre, sich jetzt damit zu beschäftigen, oder wie nutzt du dann das Wissen, wenn ein Mensch dann eine Farbe für sich entdeckt, jetzt als aktuelle Farbe? Ja, also das ist so, glaube ich, meine große Mission. Und da steige ich dann immer auf der Ebene ein, wo man sich eben gerade begegnet. Ne? Manchmal begegnen Menschen ja einfach so ganz an der Oberfläche im Alltag. Man kommt auf das Thema, dass man eben eine neue Farbe bei der Kleidung mag oder sich zu Hause neu einrichtet. Und da gehe ich dann gern auf die Ebene im Gespräch, dass ich sage, okay, jetzt schauen wir mal, was bedeutet das gerade, ne? So eine neue entdeckte Farbe. Und jede Farbe hat ja ganz viele Möglichkeiten der Interpretation. Also ist auch sehr unterschiedlich. Also man kann nicht einfach sagen, Rot ist Liebe. Ne? Rot ist auch Kraft, ist auch Krieg, ist auch Hass. Also man kann das dann immer im Gespräch herauskristallisieren, welcher Teil, ne, dieser Farbe gerade Relevanz hat. Es ist so die oberflächliche Ebene im Alltag, aber man kann eben auch in Gesprächen oder bei mir, ich habe auch eine Praxis, wo ich Farbtherapie anbiete, kann man auch tiefer gehen und kann eher so an seine Seelenfarbe kommen, die dann wiederum mit der ganz tiefen Berufung eines Menschen zu tun hat. Ah, die Seelenfarbe ist, steht im Zusammenhang mit der Berufung eines Menschen. Ja, ja. Ja, man kann sich das immer so erklären, dass man mit gewissen Qualitäten einfach hier angetreten ist. Und die sich in irgendeiner Form im Lauf des Lebens einfach zeigen wollen. Ne? Mhm. Und dass es dann, dass immer wieder Punkte oder Eckpunkte, Pfeiler im Leben kommen, die einem helfen, die im Schmerzen in dem Moment, weil man merkt, man ist getrennt, ne, von dem, was tiefer anlagt ist. Ja. Und auch da kann man einfach über Farben, die man wählt, ein gutes Blitzlicht kriegen, ne, auf die aktuelle Situation, wo man in seiner Entwicklung steht, in Bezug auf die große Berufung. Okay, das ist ja interessant. Können wir das vielleicht mal als Beispiel machen, weil bei mir ist es ja so, dass mein Leben lang mich schon weiß begleitet und das ist eigentlich immer stärker geworden im Laufe meines Lebens, dass ich mich zu weiß hingezogen gefühlt habe. Und mittlerweile auch gar nicht mehr, ich kann gar nicht mehr mich wohlfühlen, wenn ich nicht irgendwas Weißes an meinem Körper habe, zum Beispiel. Ja, spannend. Ja. Ja, also in so einer Situation, wo das wirklich dein komplettes Leben durchzieht, ne, und dich auch nicht verlässt, dann kann man schon mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das auch deine innere tiefe Berufung und deine Veranlagung ist, ne, die mit dem Thema Weiß zu tun hat. Was wäre das jetzt zum Beispiel bei Weiß?
Ja, da bist du so richtig im kompletten Farbtopf gelandet, weil Weiß spiegelt alle Farben wider. Das heißt, du hast die Fähigkeiten in jedem Lebensbereich, also Qualitäten zu haben und die auch auszuleben. Das heißt, es ist ein sehr hohes Potenzial, wirkt aber halt auch stärker als bei anderen, wo es stärker fokussiert auf eine Farbe ist, natürlich auch eher die Gefahr, dass es dich herumwirbelt. Ja. Ja, also wenn du dir vorstellst, ja, das kann also das Rad dreht sich bei dir immer. Ja, definitiv. Und du bist bestimmt auch nie zufrieden, wenn du in einem Bereich bist, weil ein anderer Bereich dich schon wieder ruft und lockt und sagt, guck mal, ich bin ja auch da. Ja. Weil du hast die komplette Facette mit Weiß, ne? Ja. Ah, okay. Ja, das komplette Programm. Ja, da kann ich, kann ich nur zustimmen. Ja? Ja, ich bin immer an allem Möglichen interessiert. Und das Rad dreht sich auch immer, weil wenn du jetzt zum Beispiel in deinem grünen Anteil bist, dann hast du Sehnsucht nach Rot, dann im Rotanteil und drückst den aus, dann hast du wieder Sehnsucht nach Blau. Du hast gesagt, es gibt auch Farben, die in bestimmten Lebenssituationen auftreten und bestimmte Lebensthemen symbolisieren. Mhm. Ich weiß noch, dass ich, da war ich so Mitte 30, da war ich total irritiert, weil ich plötzlich rosa angezogen habe und mich rosa auch kleiden wollte. Ja, das hat mich angezogen und hat mich fasziniert und ich mochte die Farbe auf einmal total gerne. Mhm. Was könnte denn das für eine Bedeutung gehabt haben? Ja, also bei rosa gibt es wie bei allen anderen Farben auch ganz viele Facetten. Ne? Also die sich am ehesten zeigt, ist dass Rosa eben ein Symbol von einer ganz zarten und feinen Form der Liebe ist. Ne? Also wenn wir jetzt von heftigem Rot ausgehen, dann ist das einfach die Liebe, die wir so im normalen Zwischenmenschlichen haben. Aber bei Rosa gehst du auch auf die Ebene der feineren Themen. Das heißt, es kann auch eine Liebe zur Musik sein. Ne? Es kann eine Liebe zu feinen Künsten sein. Es kann alles ausdrücken, wo Liebe drinsteckt. Ja. Und rosa ist toll, nicht nur für die kleinen Mädchen. Ne? Ja. Also rosa eröffnet einfach einen Zugang zu so Herzensqualitäten. Ja, ich weiß, dass das, wenn du das jetzt sagst, erinnere ich mich, dass das Thema Selbstliebe da in der Zeit sehr stark bei mir in den Fokus gerückt ist. Ja, da geht es genau um diese Themen. Aber es ist auch immer interessant, dass die kleinen Kinder, also kleine Mädchen und kleine Jungs ja so wirklich zu Beginn ihres Lebens, wenn sie sich mit Farben ausdrücken können, ganz, ganz oft das Rosa mögen. Ne? Ja. Ganz natürlich. Und irgendwann kommt dann die Phase, wo es aufhört, ne? Wo sie in eine andere Energie gehen müssen, um sich selbst zu erleben. Und das heißt, das ist jetzt auch keine Modeerscheinung, sondern das ist ein natürlicher Akt, dass die Mädchen sich zum Beispiel im Alter so bis 6, 7, 8 Jahren, dass die sich so hingezogen fühlen zu rosa. So rosa, Dann. Ja, das erlebe ich auch. Ja, und später kommt dann eben der Wechsel, ne, wo sie andere Qualitäten, die sie auch noch haben, erfahren müssen. Und dann darf rosa halt erstmal nicht sein. Und das ist auch vollkommen gut und in Ordnung so. Okay, das ist schön. Und du bietest jetzt Hilfe und Unterstützung an für Menschen, die auch ihre natürliche, wie soll man sagen, ihre Farbe finden, die sie jetzt in ihrem aktuellen Lebensbereich unterstützen kann? Ja, also das Anliegen ist bei den Menschen, die zu mir kommen, hauptsächlich das Thema Berufung. Ne? Sind meistens in einem Umbruch im Leben und spüren irgendwie, sie möchten irgendwann irgendwas anderes machen. Und entweder finden wir über die Farbe raus, worum es geht, oder wir finden raus, wann es ansteht, ja, das wirklich umzusetzen. Oder die Kunden sind schon so weit, dass sie genau wissen, was sie mögen und jetzt zum Beispiel für ihren neuen Beruf, Berufung oder Selbstständigkeit sich Visitenkarten machen lassen wollen. Oder es geht um die Farbe der Website. Ach so. Ja, also auch das kann man dann über so eine Beratung rausfinden, welche Farben am nahesten an das rankommen, was derjenige eben jetzt neu in die Welt geben will, ne? Wie er sich ausdrücken will, wie er sich zeigen will. Okay. Also entweder findet man über die Farben seine Berufung oder sie wird gestärkt
Oder derjenige ist eben schon so weit und man sucht dann die Farbe für die Präsentation nach außen. Mhm. Oder für Räume. Ne? Man kann auch schauen, welche Farbe ist für den Raum gut, wenn sich zum Beispiel jemand selbstständig macht. Ne? Welche Farbe ihn unterstützt? Bei mir ist es ja so, dass es gibt eben immer das Weiß, aber ja, es gibt auch immer eine zweite Farbe, wo ich so intuitiv spüre, da fühle ich mich geborgen, da fühle ich mich wohl. Ja. Das kann auch jeden Tag anders sein. Genau. Dann kann das zum Beispiel auch die Farbe von einem Raum haben. Das kann jetzt natürlich nicht sich jeden Tag ändern, aber wenn ich, ja, ich mich drin wohlfühle, ja. Ja. Und was rätst du dann den Menschen, wenn sie zum Beispiel, wenn ich jetzt zu dir käme und es wäre jetzt aktuell gerade blau, merke ich, die Lebenssituation passt für mich. Wie kann ich dann die Farbe in meinem Alltag integrieren, dass sie mir hilft? Also da finden wir in Gesprächen auch die sinnliche Ebene raus, auf welcher Ebene dir das im Moment am meisten dient. Weil es kann ja sein, dass du es über die Augen aufnimmst. Mhm. Dann könnte es sein, wenn du planst, Räume zu gestalten, dass du da Elemente in Blau reingibst oder dass du ein Deko-Element nutzt oder ein Foto aufhängst, ein Bild von einer Farbe. Ja. Du kannst aber auch die Farbe über Essen aufnehmen, über Riechen, also über Düfte. Du kannst es über Essen aufnehmen. Das heißt, wenn ich dann sage, ja, momentan ist Blau, dann gucke ich jetzt wirklich nach blauen Lebensmitteln. Und das tut also mir dann gut. Ja, also ich mache es auch umgekehrt. Ich beobachte, es ist mir früher schon aufgefallen, dass ich Phasen habe, wo ich Fruchtsäfte nur in Rot trinke. Aha. Und dann kommt wieder die Phase, wo ich sie mir in Goldgelb mag oder in Orange. Also ich beobachte mich da auch umgekehrt, ja, und stelle fest, okay, jetzt geht im Moment nur ein dunkler Beerensaft. Ja. Okay. Und daraus kann ich dann eben ausschließen, in welcher Phase bin ich. Bin ich in der Phase, wo eher etwas in mir reift oder bin ich in der Phase, wo es umgesetzt wird? Und wenn es reift, dann ist, was ist das dann für eine Farbe? Dann sind es eher diese Goldgelbtöne. Mhm. Und wenn es mehr dann in diesen Bereich geht, wo es dieses satte Rot hat, zum Beispiel Johannisbeersaft oder sowas, dann bin ich in der Phase, wo ich merke, so, jetzt hat es genug Reifeprozess erfahren und jetzt geht es drum, jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Ah, okay, jetzt setze ich es um. Ja, und wie ich Farbe in mein Leben bringe, das ist höchst individuell. Ja, das kann über Mode sein, du kannst dich so kleiden, du kannst dir Dinge, also Kleinigkeiten wohin stellen zum Draufschauen. Oder wie ich auch gesagt habe, man kann auch über Düfte arbeiten, ne? Weil ja Pflanzen auch wieder mit Farben korrespondieren. Mhm. Und wenn die Pflanzen dann in der Mischung richtig zusammengestellt sind, dann kannst du auch über einen Duft ein Lebensthema, ne, intensivieren bei dir und musst dir nicht die Wände neu streichen. So. Und das heißt, das sind dann Düfte zum Beispiel von blauen Pflanzen. Und von Pflanzen, die dem Thema entsprechen, dem auch die Farbe entspricht. Also die Pflanzen können die Farbe enthalten, müssen aber nicht, ne? Und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bei den Pflanzen ist es wiederum so, dass die einfach ihre Wirkungsweise haben, ne? Das ist ja was Materielles und die wirken eben so. Und da kann man eher eine Empfehlung aussprechen und kann dann sagen, aha, du brauchst jetzt gerade was dich stärkt, was die Batterie auflädt. Dann riech mal an dem Duft und wenn du den jetzt auch magst, dann nutz den. Ne? Dann sprüh den in Raum, sprühen über dich oder man kann ja auch räuchern. Ne? Man kann ja mit ganz, das ist ja auch ein ganz einfaches Medium, um sich zu unterstützen. Ja, das ist wirklich sehr faszinierend, weil man da dann auch genau sieht, wo die Sinneswahrnehmungen besonders ausgeprägt sind. Ne? Über welchen Sinn ich da den größten Zugang, den einfachsten Zugang habe. Ganz genau. Genau. Deshalb habe ich inzwischen auch, also seit ein paar Jahren, einen Laden, da ist alles nach Farben und Sinnen sortiert. Okay. Senkrecht nach Farben und waagrecht nach Sinnen. Und wenn du zum Beispiel merkst, du brauchst gerade Rot, dann kannst du schauen, mag ich Deko, mag ich was zum Riechen, zum Essen oder zum Anfassen. Oh, wie schön. Wo ist denn dein Laden? Mein Laden ist in Karlsruhe. Ist in Karlsruhe. Also. Ja. Unbedingt mal vorbeifahren, das hört sich total an. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja.
Und wenn ich jetzt hier davon erzähle, wie ich so das wahrnehme mit den Farben, was ich so jeden Tag für eine Farbe brauche, um mich gestärkt und geborgen zu fühlen, verlasse ich mich ja ganz auf meine Intuition, die mir das dann zeigt. Es gibt ja aber auch Menschen, die da nicht so schnellen Zugang zu haben. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie die das auch im Alltag merken können, welche Farben für sie momentan eine Bedeutung haben? Ja, also im Laden mache ich zum Beispiel mit den Kindern, die uns besuchen, ein kleines Spiel. Die dürfen sich bei den Bonbons die Bonbons aussuchen, die ihnen von der Farbe am besten gefallen. Ne? Man kann spielerisch rangehen. Ja. Einfach schauen, okay, wenn ich jetzt spontan bei irgendwas, was nicht wichtig ist, ne, was ist ja jetzt egal, welches Bonbon ich holen darf, ne, entscheiden kann, dann entscheide ich meistens intuitiv. Das heißt, ich könnte eine Packung Smarties aufmachen, die auf den Tisch legen und gucken, welcher... Wo greife ich zuerst hin? Oder Gummibärchen oder andere Dinge, ne? Also einfach vielleicht bei einer Situation, wo jetzt nicht viel davon abhängt, weil dann ist man ja viel zu angestrengt, sich richtig zu entscheiden. Ne? Also um die Intuition zu schulen oder einfach ein bisschen zu beobachten, ist einfach so über ein Spiel zu gucken oder einfach zu gucken, aha, was habe ich in der letzten Woche, was habe ich da für Kleider angezogen? Ne? Ja. Wo hat es mich automatisch hingezogen? Okay. Und wenn du jetzt da in diese Interpretation gehst oder die Bedeutung von den Farben, hast du da vielleicht auch einen guten Hinweis, wenn jetzt jemand dich nicht besuchen kann, aber gibt es da vielleicht ein gutes Buch oder eine Website, die du empfehlen könntest, wo man sagt, da kann man das nachlesen oder so? Also Bücher gibt es jetzt eigentlich ganz viele, also ein bestimmtes oder so hätte ich da jetzt nicht, nee. Weil man kann sich das bei einer Farbe immer so vorstellen, dass es hunderte von Assoziationen zu einer Farbe gibt, also wie ein großer Topf und dass man das eben dann individuell aus diesem Topf, auch jetzt bei mir zum Beispiel über meine Intuition, rausfindet, welche Bedeutung der Farbe jetzt für den Menschen gerade hat. Also Bücher gibt es da viele und ein einzelnes könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Ach so, das heißt, es ist eher hinderlich, wenn ich jetzt quasi ins Internet gehe und denke so, oh, es ist gerade blau, ja? Ja. Und gucke jetzt und dann steht da, ich habe keine Ahnung, für was blau stehen könnte, aber dann stehen da 2-3 Sachen und dann sage ich, das ist so, aber es ist, diese Bedeutung stimmt ja nur für mich, wenn das auch in mir eine Resonanz findet. Also genau. So ein innerliches Ja oder so eine innerliche Öffnung dabei erlebe und sage, oh ja, da fühle ich mich angesprochen, also, wenn ich das lese. Also man kann schon so vorgehen, ne? Man kann schon schauen, man kriegt ja viele Assoziationen, Begriffe und Themen angeboten zu einer Farbe und dann kann man da schon so vorgehen. Das birgt halt manchmal die Gefahr, dass wenn man gerade in einer Phase ist, wo man sehr an sich zweifelt, dass man sich da dann auch wieder die Begriffe raussucht, die gar nicht so genau passen und die dann eben nicht stärken, ne? Sondern die Unsicherheit noch mehr verstärken. Ah, ich verstehe. Ne? Das kommt auf die Situation an. Wenn man sich eher gerade sicher fühlt in sich und nur so kleine Risse hat, ne? So, dann würde ich es eher empfehlen. Ansonsten kann es wirklich auch gerade umgekehrt eben diesen Fall bringen, dass es dir vielleicht nicht gut tut, ne? Weil du dich dann an Begriffen reiben tust, die du gerade noch nicht hast, die du vielleicht irgendwann hast, aber im Moment nicht. Ja. Ja, die ganz viel mit dir zu tun haben, aber wo du gerade getrennt bist von. Ne? Ich verstehe. Kann passieren. Das ist auch dann manchmal vielleicht ein bisschen zu massiv als Thema, was dann auftritt, sich dem jetzt auch vielleicht alleine zu widmen. Und du sitzt ja in Karlsruhe, es gibt ja viele Hörer, die sitzen ja sonst wo auf der Welt. Bietest du denn auch Gespräche, Orientierung an übers Telefon oder übers Internet? Machst du sowas auch? Ja, also über Telefon habe ich schon mal gemacht. Wenn es eben nicht anders möglich war, geht es auch übers Telefon. Das funktioniert schon, ja. Ja, das funktioniert auch. Nicht so intensiv, das ist klar, das ist wie immer, ne? Ja. Aber es funktioniert auch. Oh, Manuela, das ist wirklich super interessant. Und ich freue mich, dass du uns das jetzt hier erstmal so als Einleitung wirklich verständlich erklären konntest. Also
Ich ziehe da jetzt als Fazit raus, es ist auf jeden Fall auch gut, den Zugang zur eigenen Intuition zu schulen, denn damit kann ich mir selber auch schon sehr viel helfen. Zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich automatisch dann immer nach Sachen gegriffen habe, denen ich mich umgebe und ich gemerkt habe, wenn ich diese Farbe jetzt aktuell gerade um mich herum habe, da fühle ich mich wohler, ja. Die unterstützt mich, die hat eine Kraft. Diese Farbe hat aktuell gerade eine Kraft, ohne dass ich jetzt wusste, um welches Thema es aktuell geht, ja. Und ich habe einfach gespürt, das tut mir gut. Genau, also das ist auch genau mein Anliegen, ne? Dass wir unsere eigene Intuition schulen, ne? Weil die haben wir immer dabei. Und die ist dann auch immer richtig. Die haben wir immer dabei, die ist immer richtig. Genau. Ja, und da haben wir auch, sind wir auch nicht in Abhängigkeit, ne, zu irgendjemand, der uns vielleicht irgendwas sagt und erklärt, ne, sondern dass wir uns von uns selbst eben einfach führen lassen. Ne. Ab und zu kann man sich ja mal Hilfe holen, ne, indem einem jemand erklärt, welche Bedeutung das hat, diese Farbe. Aber im Grunde ist es einfach wichtig, sich intuitiv. Ja, es kommt auch auf die Lebenssituation an. Wenn gerade viele Probleme anstehen oder da sind, dann deutet das ja häufig auf einen Umbruch hin, eine neue Lebensphase. Und da ist so eine Unterstützung und Beratung und Hilfe wirklich gut. Ja, klar. Ja, also ich bin auch ein Freund davon, dass eben punktuell eine Hilfe sinnvoll ist, aber so, dass man danach dann wieder schön alleine weiterlaufen kann. Vielen Dank, Manuela. Wunderschön. Sehr danke. Gerne. Sehr gerne. Ganz bereichert. Dankeschön. Ja, schön. Dann werde ich alle Informationen über dich in die Shownotes schreiben, dass die Menschen dich finden können. Und wir sehen uns dann mal in Karlsruhe. Ja, das machen wir. Vielen Dank, Manuela. Bis dann. Ciao, Stefanie. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du hast neue Inspirationen und Anregungen bekommen, was deine Lieblingsfarben für dich bedeuten. Oder du hast vielleicht auch Lust bekommen, Kontakt zu Manuela aufzunehmen, die dir helfen kann, deine spezielle Seelenfarbe zu erkennen und auch damit das besondere Thema in deinem Leben, was vielleicht noch nach außen kommen möchte, deine Berufung, deine Mission, dein Geschenk. Du findest ihre Kontaktdaten hier in den Shownotes und ich freue mich wie immer, wenn du mir deine Nachricht hinterlässt, was du jetzt für dich aus dieser Folge mitgenommen hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann kannst du dich auf der Webseite eintragen und bekommst jede Woche eine Nachricht mit der neuen Podcast-Folge, mit dem Thema, um das es geht und immer wieder auch neue Inspirationen zum Thema Feinsinnigkeit, zum Thema Hochsensibilität mit vielen Anregungen. Ich freue mich, wenn du jetzt einfach auch das bunte Leben mit den vielen Farben genießen kannst. Ich finde, Farben sind einfach auch etwas ganz Sinnliches, etwas ganz Schönes zu erleben. Und ich tauche da gerne drin ein, in diese Energie, die die ausstrahlen und wünsche dir auch, dass du das genießen kannst. Alles Liebe für dich und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.